danke schön. Da Sie vielleicht von mir eine Prognose erwarten, möchte ich Ihnen ganz klar und deutlich jetzt zu Anfang sagen, ganz klar und deutlich, der Euro ist sicher. Sprechen Sie mir nach. Also es war mir ein inneres Bedürfnis, das klar und deutlich zu sagen. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber es war natürlich ein großes Bedürfnis. Ja, lieber Helge Peukert, lieber Herr Freiendorf, also es ist wirklich ganz klasse, dass Sie das hier machen. Und die Zahl der Referenten, das Kaliber der Referenten zeigt ja auch, dass es dringend, dringend notwendig war. Und wenn es nur den Zweck erfüllt, dass wir merken, ach, da gibt es ja noch andere, ne, die sich auch damit befassen, dass man so zusammenkommt, dann ist das schon unglaublich viel wert. Also ich muss dazu einfach sagen, wenn ich hier mit dem Wischfeld klarkomme, sieht aber nicht danach aus, das ist, ja, das geht nicht, auf Dauer. Nee, besorgen Sie mir bitte Maus. Also wenn Sie das hier sehen, nicht, da sehe ich jetzt gar nichts. Leute, sonst mache ich es jetzt verbal. Ich komme jetzt, wird es nicht durchgespielt hier. Könnt ihr mir das mal auf Vollbild geben? Schauen Sie, also die dunkle Seite ist sehr, sehr stark geworden. Sie lachen, aber es ist natürlich schon eine Geschichte, wenn man sich überlegt, was im Moment in der Welt passiert. Nach 5 Jahren Finanzkrise subventionieren wir weiter die Goldmans. Das Skript zur Lösung dieser Krise könnte nicht besser von Goldman oder der Deutschen Bank geschrieben worden sein. Die müssen das gar nicht schreiben. Es gibt ja genug andere, die es für sie schreiben. Also ich denke gar nicht an Verschwörungstheorien, aber wie verrückt die Welt läuft im Moment, da muss man sich doch mal überlegen, was passiert da, und man muss irgendwo, mir fehlt der Aufschrei. Da kam Occupy, das ist wichtig, aber letztlich läuft es weiter wie bisher. Wir subventionieren die zunehmende Ungleichverteilung von Vermögen, wir subventionieren die Lenkung von Kapital, staatlich unterstützt in unproduktive Ressourcen und Sektoren, all dies passiert. Schon schlimm. Naja, und dann ist es doch schön, wenn man merkt, naja, ein paar Jedi gibt es ja da draußen, die kommen aus ihren Löchern gekrochen und ziehen die Lichtschwerter und wollen jetzt mal anfangen, dagegen anzugehen. Aber es sind natürlich wenige im Moment, das muss man schon sagen, denn die dunkle Seite hat sich mittlerweile extrem ausgebreitet. Und über diese Mechanismen möchte ich ein bisschen sprechen und auch über die Rolle, wie Sozialwissenschaft vielleicht zu verstehen ist. Als ich, mal was später, wie komme ich dazu, über diese Dinge zu sprechen? Ich bin ja von Haus aus Volkswirt, Kölner Volkswirt, habe dann politische Ökonomie in Princeton studiert, dort promoviert, bin aber eigentlich Zeit meines Lebens dann Praktiker gewesen, Kapitalmarktpraktiker, beziehungsweise habe an den Hochschulen Corporate Finance gelehrt oder eher BWL-orientierte Fächer. Und wie Sie sich vorstellen können, bin ich bei den Kollegen in der VWL auch groß und ganzen nicht so oft, hat einen jungen Praktikanten gehabt vor 15, 12, 13 Jahren, der jetzt eine C3 hat, seine erste, und sagt, komm doch mal Max, kommen Sie mal Max, machen Sie mal einen Vortrag, entweder Einführungsvortrag oder mit Veranstaltung unter Kollegen oder so. Ich bin jetzt da neu, können wir doch was machen. Ich sage, Chris, ich komme gerne, aber überlegen Sie sich, was Sie da machen. Sie sind neu an Ihrer Hochschule. Also ich habe dann erstmal nichts mehr von ihm gehört. Ich habe es ihm auch nicht übel genommen. Das ist ganz normal und ganz richtig, dass er sich da erstmal zurückgehalten hat. Finanzmarkt, Oligarchie, Sozialwissenschaften und die Krise. Ich möchte über im Prinzip 5 Punkte mit Ihnen sprechen, eben diese Finanzoligarchie, die politische Ökonomie, wie sie wiederentdeckt wird zum Glück, Macht und Interesse in der Ökonomie, die Beschreibung von ökonomischen Phänomenen, letztlich nochmal das Thema der systemtragenden Ideologie als solche hinterfragen. Wenn Sie überlegen, dass es nie mehr Ökonomen gab als heute, dass da wirklich eine riesige Berufsgruppe entstanden ist, dass wir allgegenwärtig sind,
in den Medien mit Erklärungen zu dies und zu jenem, da muss man sich doch überlegen, warum wir dieses dysfunktionale, kaputte System nicht repariert bekommen. Ein System, das sehenden Auges in gewisser Weise auf den Abgrund zuläuft. Und zu diesem Zweck habe ich den Begriff der Finanzmarktoligarchie wieder herausgekramt. Die Finanzmarktoligarchie, ein Begriff, eine kleine Gruppe, die letztlich den Finanzmarkt bestimmt, die auch eine herrschende Kaste ist, ist ja nichts Ungewöhnliches. Das klassische Staatsformenschema, Demokratie, Tyrannis, Diktatur, Oligarchie, kannten schon die Griechen. Warum soll das heute anders sein? Warum sind wir in so einer perfekten Demokratie? Vielleicht haben wir eine Oligarchie. Nun klingt das sehr nach Verschwörungstheorie. Dieser Begriff ist geprägt worden vom hoch angesehenen amerikanischen Verfassungsrichter Louis Brandeis. Der war fast 30 Jahre lang Verfassungsrichter, Berater von Präsident Woodrow Wilson, der 1912 ein Büchlein gemacht hat, das Geld anderer Leute und wie Banker es benutzen. Und da spricht er über diese Finanzoligarchie und hat darüber geschrieben, dass der Investmentbanker der universelle Steuereinnehmer unserer Zeit geworden ist und dass eine kleine Gruppe von Männern, damals waren es alles Männer, heute meistens auch noch, die Geschicke dieses Landes lenkt und selbst wenn sie im Gemeinwohl denken, werden sie sich zwangsläufig auf die Unternehmen konzentrieren, in denen sie selber Interessen haben und damit im Sinne ihres eigenen Privatinteresses agieren und nicht im Interesse des Gemeinwohls. Und da sind wir heute wieder. Wenn Sie überlegen, dass in Amerika 4 Finanzlobbyisten auf einen Abgeordneten kommen, in Brüssel sieht es nicht anders aus, dass die Finanz, ich scheue mich, Industrie zu sagen. Industrie hat für mich was mit Wertschöpfung zu tun. Und sicherlich gibt es Teile innerhalb, und das war zu meiner Studienzeit noch gang und gäbe, dass an den Hochschulen unterschieden wurde zwischen Finanzbranche und Finanzwirtschaft und Industrie. Das haben die meisten Kollegen damals gemacht, als ich Student war. Es gibt sicherlich innerhalb des Finanzsektors etliche wertschöpfende Aktivitäten. Aber ich glaube, wenn man heutzutage sich das anschaut und dann nur mal einen nüchternen Blick drauf wirft, sieht man, dass der Finanzsektor extrem aufgebläht und hypertrophiert ist. Und dass ein Großteil eben keine Wertschöpfung ist, sondern Umverteilung, unter Umständen auch negative Wertschöpfung. Das muss gar kein Computertrading sein, das kann auch das Tolle sein, was Private Equity ist. Ein unglaublich intelligenter Propagandabegriff der Finanzbranche. Denn Private Equity ist weder Private noch Equity. Es ist nicht Private, weil diese Kapitalmengen oftmals mittlerweile öffentlich oder semi-öffentlich eingesammelt werden. Im Amerikanischen ist ja Private und Public heißt, Public Corporation heißt breit gestreute Anteile, Private heißt eng gehalten. So, Private Equity wird mittlerweile breit gestreut, also ist es Public. Equity ist es auch nicht, weil diese Firmen oftmals in der Tat Firmen übernehmen, mit Schulden vollknallen, für die sie nicht haften. No recourse loans. Also die Banken geben der Private Equity Gesellschaft Kredite auf das Objekt selber und können es auch nur aus Erträgen aus dem Objekt selber zurückholen. Das heißt, die Private Equity Firma hat noch nicht mal ein Risiko damit. Ganz paradoxe Konstrukte, aber dass das wertschöpfend ist, das wage ich zu bezweifeln. Und dass dann zum Beispiel der Präsidentschaftskandidat in Amerika, der jetzige der Republikaner, mit solchen Modellen sein Geschäft verdient hat und sagt, ich verstehe was von der Wirtschaft, ich bringe euch den Wohlstand, das ist dann auch zu hinterfragen. Also wir haben diese doch sehr vernetzte Herrschaft der Finanzmarktoligarchie. Helge Peukert hat in den ersten Ausgaben seines Buches ein schönes Kapitel drüber. Ich hoffe, es kommt mal wieder rein. Also das Buch wird natürlich dann noch dicker, aber es ist ein wichtiges Kapitel. Es ist ein wichtiges Kapitel, wie und wo überall letztlich monetäre Interessen den ökonomischen Diskurs bestimmen und shapen oder auch die Fragen. Heute Morgen haben wir von Herrn Bofinger gehört, wie die Lehrbücher eigentlich bestimmte Fragestellungen vorgeben und andere ausblenden. Da findet der Diskurs statt. Das ist das Problem. Und dann geht es weiter über, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Makroökonomen in den USA mal ein Stipendium vom Fed hatten oder fürs Fed gearbeitet haben. Ich habe mal irgendwo eine Statistik gesehen, 70% oder so. Da ist klar, dass das Fed eine gewisse Rolle spielt bei der Ausprägung der Makroökonomik. Übrigens habe ich bei Paul Volcker studiert, der nach dem Bachelor erstmal abgegangen ist, damals in den 50ern,
Paul Volcker ist in Summe auch nicht so, wenn Sie ihn privat sprechen, so, sagen wir mal, ein großer Freund der modernen Ökonomie. Er sagt, die Märkte sind eben irrational, man muss das steuern, man muss was dran machen. Ein Mann, den ich sehr schätze. So, und dann kommen wir größtenteils auf doch eine Scholastik in unserer Zunft, die sehr systemtragend ist. Fast schon eine Scholastik, erinnert ein bisschen an die katholische Kirche im Mittelalter. Wir haben dysfunktionale Zustände, es gibt hier und da einzelne Ausbrüche. Also wenn es jetzt in Richtung Vollgeld geht, das rüttelt natürlich schon extrem an der Scholastik. Also da sind wir schon natürlich weit drüber, aber die überwiegende Mehrheit, da haben sie doch die wirtschaftsnahen Neoliberalen und die Standard-Keynesianer, Neo-Keynesianer, das sind auch so die Debatten, die draußen ankommen. Der Rest wird vielleicht hier und da etwas vorgedacht, aber er kommt nicht an, er kommt letztlich nicht bei demjenigen an oder bei den Policymakern an, die es hören sollen. Oder nehmen Sie Finanzmarktregulierung. Vor 3-4 Jahren gab es den großen Aufschrei, jetzt müssen wir was machen. Trennbankensystem, ausreichendes Eigenkapital für Banken, vielleicht Finanztransaktionssteuer, waren sich eigentlich alle einig. Die Banken waren abgetaucht. Also damals, wenn sie auf Podiumsdiskussionen waren, hatten ihnen immer die Veranstalter gesagt, wir hätten so gern auch einen Banker dabei gehabt, aber wir konnten keinen bekommen. Ist ja auch nicht nötig. Die machen ihr Geschäft weiter, wartet, bis sich der öffentliche Sturm gelegt hat, man bestellt ein paar Expertisen und schwuppdiwupp geht alles weiter, wie es war. Und vielleicht ist es ja ganz gut, wenn die Leute sich zwischendurch mal austoben in Occupy und so weiter, dann sind sie ausgepowert und dann können wir weitermachen. Also da ist wirklich mittlerweile ein dysfunktionales Machtgeflecht entstanden, was, Michael Krumhoff hat es ja geschrieben, was also letztlich auch GDP-Wachstum wegnimmt, was Produktivität wegnimmt, eben über diesen großen Teil der privaten Seniorage, über die Kreditschöpfung, die letztlich eine Umverteilung oftmals von produktiven Tätigkeiten in nicht wertschöpfende Tätigkeiten ist. Diese Oligarchie gibt es. Und wenn dann der Chef der Reformkommission der Bundesregierung, der ehemalige EZB-Chefvolkswirt, sicherlich ein hochrespektabler Mann, ich unterstelle ihm da nichts, aber er war halt zwischendurch bei Goldman Sachs und dann leitet er die Reformkommission der Bundesregierung. So, Thema durch. Und ich unterstelle ihm da gar nichts, er hat zum Teil durchaus kluge Ideen, aber dass er in die Kernbereiche, wo es also den Banken wehtut, reingeht, das glauben wir wohl eher alle nicht. Und so ist der politische Diskurs fest nach wie vor in der Hand der Lobby. Ich merke es selber beim Bereich Finanztransaktionssteuer, wo ich mich engagiere, wo ja doch etwas mehr Bewegung ist, aber auch da habe ich noch lange nicht die Hoffnung, dass wir das gewonnen haben. Und dann gibt es wieder so viele Schlupflöcher und Wege dazwischen, dass es schwierig wird. Zweitens, politische Ökonomie. Das Problem, beziehungsweise nicht Problem, sondern ein Teil, wenn Sie Ökonomie und Modellökonomie machen, blenden Sie Macht oftmals aus, die realen Mechanismen der Macht. Und das sind Sachen, die letztlich unsere Vorgänger vor 50, vor 100 Jahren, Röpke, Rüstow, Sombart, Liszt, auch Marx. Bitte? Nein, ich habe keine Anzeige. Ich spreche frei, ich habe nur zwischendurch einzelne Dinge, die ich dann illustriere. Also das Thema Macht. Thema Macht in der Ökonomie. Wenn Sie dann anfangen zu überlegen, cui bono, wem nützt was, welche Interessen stehen wohinter, dann müssen Sie auch, Ideen sind nur dann wirksam, wenn Koalitionen dahinter stehen. Die Vollgeldidee ist nur dann wirksam, wenn Sie genug natürlich verfasste, gesellschaftlich verfasste Mächte bekommen, die das auch unterstützen. Macht und Markt. Zwei Dinge, die moderne Ökonomie geht grundsätzlich davon aus, dass der Markt in seiner optimalen Form machtfrei ist. Das wage ich zu bezweifeln. Zumindest führt er unter Umständen zu gewissen Resultaten, die dann sehr viel Macht konzentrieren. Also das Spiel hat oftmals die Rolle eines Monopoly-Spiels. Das haben schon die Ordoliberalen gewusst, die mal über eine strenge Wettbewerbspolitik und Förderung des Mittelstandes gesagt haben, wir müssen die großen Machtkonzentrationen brechen oder Antitrust-Gesetzgebung in den 1890ern in den USA. Und das wird zunehmend nach hinten geblendet. Also wer
spielt welches Spiel warum. In der Krise haben sie eine ganz klare Nahrungskette gehabt. Wer hat am meisten staatliche Mittel bekommen? Finanzbranche. Zweitmeisten in Deutschland, zweitmächtigste Industrie, Autobranche. Drittmeisten, Baubranche. Für den Rest blieb wenig übrig. Dann sind sie voll in den Modellen der neoliberalen Ökonomie, Manke Olsen und so weiter, Buchanan, Public Choice, dass also sich die mächtigsten Akteure von diesem Staat immer noch mehr herausschneiden und quasi die öffentlichen Ressourcen zur weiteren Untermauerung der eigenen Machtposition nutzen. Genau das haben wir im Moment ja in der Finanzbranche. Also es ist doch wirklich paradox, dass wir dieses dysfunktionale System immer weiter dadurch stützen, dass Sie und ich Schulden aufnehmen, die Öffentlichkeit, um weiter die großen Vermögen, um weiter die Bankbilanzen zu bedienen. Wo kommen die Schuldenschnitte her? Wo kommt die Transformation? Wo kommt der Ausstieg aus diesem System? Politische Ökonomie können Sie aus dreierlei Perspektiven betrachten. Letztlich aus der kompletten Perspektive des Individuums. Das ist Smith, das ist Popper, das sind Hayek, Friedman und so weiter. Da gibt es nur das Individuum. Sie können aber auch sagen, es gibt sowas wie Interessengruppen, es gibt sowas wie Klassen. Ja, die sind zwar nicht unbedingt ganz scharf umrissen, aber natürlich gibt es da Interessenkoalitionen und es gibt sowas wie Staaten, die auch noch eine Rolle spielen in dem Ganzen. Und auch da gibt es unterschiedliche Interessen. Und diese politische Ökonomie, die eigentlich vor 150 Jahren in Deutschland entwickelt wurde und früher auch schon in England, aber mit einem etwas anderen Twist, die habe ich in Princeton wieder entdecken dürfen bei einigen Professoren dort. Hier ist sie leider größtenteils ausgestorben. Also man muss immer fragen auch, nicht nur wie sind die Regeln, sondern wie werden die Regeln im Spiel gemacht. So, und wenn Sie über Vollgeld sprechen, dann ist das ein neuer Satz Regeln, das ist ein intellektueller Impuls, der wichtig ist und der unglaublich wichtig ist. Aber bitte das Politische und wie ist der politökonomische Prozess, so etwas dann tatsächlich umzusetzen, ist natürlich etwas, was wir als kritische Ökonomen nicht ausblenden sollten. Ich möchte drittens über die Analyseebene nochmal sprechen. Also zum Beispiel Individuum, Staat, Klasse, Interessengruppe. Wenn Sie heutzutage sagen, naja, Staaten oder Klassen oder Interessengruppen sind auch relevante Subjekte oder subjektähnliche Dinge im Wirtschaftsprozess, dann sind Sie schon fast kein Ökonom mehr. Ja, wenn Sie also von der individuellen Nutzenfunktion nicht ausgehen und sagen, es gibt auch Nutzenfunktionen bestimmter Gruppen, dann haben Sie schon ein Problem, ernst genommen zu werden. Soziologen würden das natürlich durchaus so sehen. Ja, und natürlich gibt es unterschiedliche. Nehmen wir zum Beispiel die drei Subjekte, die Herr Krämer heute Morgen gesagt hat. Also Prekariat gibt alles aus, was es einnimmt und noch etwas mehr. Mittelstand, wie auch immer, ist verschuldet, hat aber auch ein bisschen Vermögen, ist im Hamsterrad, wähnt sich für vermögender, als man wirklich ist und kommt aus dem Hamsterrad nicht raus. Und die Oberschicht hat viel Vermögen, hat noch einen Nettozinstransfer zur Oberschicht, was im Moment massiv passiert. Wir haben also diese zunehmenden Ungleichgewichte über den Zinsmechanismus. So, wenn Sie so rangehen, dann sind Sie schon fast kein Ökonom mehr für einen orthodoxen Ökonom, weil Sie dann verschiedene Gruppen auseinander dividieren und das ist höchst, höchst methodisch umstritten. Da würden Ihnen die Puristen natürlich sofort sagen, das ist doch keine Ökonomie, das ist was weiß ich. Das nehmen wir nicht an, wir gehen vom Individuum aus, Punkt. Nennt sich methodologischer Individualismus, gab es große Debatten drum, aber ich meine, wir müssen irgendwie diese gesellschaftlichen Realitäten einblenden. Oder die Tatsache, dass es sowas wie internationales Finanzkapital gibt, Hilferding 1910, und dass dieses Finanzkapital andere Interessen hat als regional gebundenes Kapital. Also dass eine lokale Volksbank, ein Arbeitnehmer, ein Mittelständler, regional vernetzt im regionalen Kreditgeschäft, ganz anders tickt als ein Manager eines Großkonzerns, ein Hedgefondsmanager, eine Großbank, wer auch immer, oder ein Family Office eines Superreichen, ist doch völlig klar. So, und dass es zwischen diesen beiden Gruppen letztlich auch darum geht, wie gestalte ich die Regeln? Gestalte ich die Regeln im Sinne des Mittelständlers, des Arbeitnehmers? Gestalte ich die Regeln im Sinne des Hedgefondsmanagers? Und dass da die Politik anfängt, das sind Fragen, die werden natürlich ziemlich ausgeblendet.
Schauen wir uns nochmal das Thema Prognosen an. Mal gerade schauen. Hier haben Sie von meinem Freund James Montier, der hat mal Analystenprognosen ausgewertet zum Thema Gewinnwachstum in der Wirtschaft. Und gut, also die Gewinne fallen, dann fällt die Prognose. Gewinne steigen, Prognose steigt und so weiter. Das läuft schön hinterher. Das hat er an vielen Dingen auch so dargelegt. Ich habe das mal für mich nur nicht wissenschaftlich empirisch erschöpfend und wirklich umfassend versucht nachzuvollziehen, aber ich habe mir angeschaut, die Gemeinschaftsprognosen der letzten Jahre des Sachverständigenrates. Das Muster ist ähnlich, also wir haben konstant hier tatsächlich höheres Wachstum, also muss ich doch irgendwann meine Prognose anpassen. Bumm, in dem Fall geht das Wachstum sofort runter, ist ja klar. Und ich meine, dass es keiner merkt, das ist immer so. Oder sagen wir mal in 95% aller Fälle. Nehmen wir IMF World Economic Outlook. Das geht halt schön auf hohem, hier haben wir die Great Moderation, alles bleibt oben und jetzt geht das Wachstum runter. Naja, nee, das ist nur ein kurzfristige, wie sagte Krugman, eine Wachstumsrezession, hat er gesagt, 2008. Krugman. So, hier haben wir die Wachstumsrezession, nee, die Prognosen müssen wir nicht anpassen. So, und jetzt merkt man, naja, wir müssen doch was machen. Warum ist das so? Ich meine, das sind ganz banalste Mechanismen. Warum gibt es den Schwarmmechanismus? Wir müssen mal überlegen, die Nutzenfunktion eines normalen Ökonomen. Ich bin ja keiner. Ich bin Praktiker, ich bin Unternehmer, ich habe eine BWL-Professur in Graz, also bin dazu noch Betriebswirt, bin ja gar kein richtiger Theoretiker, aber Sie müssen mal die Nutzenfunktion annehmen. So, Sie machen eine Prognose, die sehr negativ ist. Sie haben recht. Ob man Ihnen das so in der Branche gutiert, ob ihr Gehalt steigt, ob sie einen Beruf auf eine bessere Stelle bekommen, wage ich zu bezweifeln. Aber stellen Sie sich vor, Sie machen diese negative Prognose und Sie haben Unrecht. Dann sind Sie ziemlich unten durch. Ja, da war Alarmist und Panikmacher und so weiter. Das heißt, wenn Sie als Nutzen haben Karriere oder zumindest Reputation in der Branche und an Hochschulen aufsteigen, dann hält man sich mit solchen negativen Prognosen zurück, dann bleibt man schön im Konsens. Versucht eher über interessante Modellparameter oder Varianten sich einen Namen zu machen, als mit wirklichen Prognosen. Meine, ich mache sehr selten Prognosen, auch als Aktienmanager und als Fondsmanager versuche ich so weit wie möglich ohne Prognosen auszukommen. Ich orientiere mich an den Daten der Vergangenheit und an den durchschnittlichen Werten, an den nachhaltigen Werten. Das ist mein ein realer Datenpunkt. Und wenn Sie überlegen, dass Sie als Wirtschaftsforschungsinstitut alle halbe Jahr eine Prognose machen müssen, meine Damen und Herren, das kann gar nichts werden. Das kann beim besten Willen nichts werden, denn die Zukunft hat verschiedene Arten und verschiedene Maße der Unsicherheit. Also verschiedene Degrees of Uncertainty. So, manchmal sieht man sie, manchmal sieht man sie nicht. Und wenn man jetzt verpflichtet ist, alle halbe Jahr eine Prognose zu machen, dann wird das nichts. Das ist also diese Nutzenfunktion. Die zweite Nutzenfunktion bei Ökonomen in der Öffentlichkeit, die jetzt aus dem akademischen Meer raus sind, also nehmen Sie den jetzt verstorbenen Norbert Walter, den ich auch seit 30 Jahren kenne. Wir haben uns in Washington kennengelernt, da war ich Student, er war Prof. Der hat dann im Herbst 2009, im Dezember, glaube ich, gesagt: Oh, diese Krise wird fürchterlich, wir korrigieren die Prognose nach unten. Er hat riesen Schlagzeilen dafür gekriegt, obwohl er nur das, was passiert ist, nachvollzogen hat und das in die Prognose gebracht hat. Aber es war keine Prognose, es war ein Rückblick. Und das bestätigt dann auch den alten Satz, den Sie sicherlich oder einige von Ihnen sicherlich kennen, dass die Prognostiker und sehr gut darin sind, bei den Ökonomen das zu prognostizieren, was gerade passiert ist. Das nächste ist die grundsätzliche Irrationalität der Märkte. Und zwar vor allem der Finanzmärkte. Je liquider ein Markt, je irrationaler. Kann ich Ihnen als Praktiker wirklich sagen, ich verdiene mein Geld damit. Und die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung hat das ja auch bestätigt. Wenn Sie sehen in den psychologischen Experimenten, wie Menschen ihre Finanzentscheidungen treffen, das geht zum Teil nach dem Stammhirn. Das Stammhirn ist das Reptilienhirn. Gier, Furcht, Angriff, Verteidigung, so Mechanismen, die so paar hundert Millionen oder zumindest 50 Millionen Jahre alt sind.
Dann gibt es kognitive Verzerrungen, dass Verluste höher gewichtet werden, mental in der Funktion als Gewinne und so weiter. All diese Durchbrechungen der Rationalität, die darauf führen, dass Finanzmärkte wirklich ein zyklisches, ein Bubble-Bust-Verhalten haben, die sind in der Makroökonomie noch ziemlich ausgeblendet. Wobei die Mikroökonomie bzw. die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung mittlerweile doch recht gute, auch empirische Fundierungen dafür hat. Und ich kann Ihnen sagen, aus Gesprächen mit Zehntausenden von Privatanlegern, mein Geschäftsmodell besteht darin, den Privatanlegern, die es hören wollen, in mühsamer Arbeit ein Minimum an Rationalität beizubringen. Das ist aber schwer. Und es eignet sich bei weitem nicht jeder, auch nicht jeder Unternehmer zum Beispiel. Weil diese Bewegungen der Märkte, Volatilität der Märkte löst Urinstinkte aus. Wirklich verleitet sie dazu, zu verkaufen. Und wenn das Ding immer weiter fällt, wenn die Aktie immer weiter fällt, irgendwann verkaufen sie. Verluste begrenzen. Nein, sie haben nicht ihre Verluste begrenzt, sie haben einen Riesenverlust gemacht. Sie haben ihre Schmerzen begrenzt, diese Minusposition zu sehen. Wenn sie es ausgesessen hätten, wäre es irgendwann wieder gut. Aber dann, Finanzmärkte haben ein Gedächtnis von 2 bis 3 Jahren, wenn es gut geht. Ist ja schon mal was, könnte ja noch kürzer sein. Ja, das nächste ist das, was George Soros die Reflexivität nennt. Die Reflexivität, also die Tatsache, dass Ideen, Konzepte, Auffassungen natürlich die Realität selber verändern. Es geht ja hier um man-made structures, um menschliche Strukturen, um geschaffene Verhaltensweisen, eingeübte Verhaltensweisen. Da ist ja nichts Naturwissenschaftliches dran. Wenn ich also die klassische Nutzenfunktion nehme, dann beschreibt es einen bestimmten Typ Mensch, Homo economicus, der mag richtig sein oder nicht, aber sicherlich nicht der Einzige. Und je nachdem, wie ich an die Realität, gerade in den Sozialwissenschaften, herangehe, mit welcher Brille, verändere ich diese. Das wussten natürlich Frankfurter Schule, das wusste Hegel, das wussten viele andere. Das ist verloren gegangen. Also in dem Drang nach Wissenschaftlichkeit ist diese Interaktivität und dass sich natürlich geistige Muster weiterentwickeln und auch reagieren auf das, was früher da gewesen ist, die geht uns verloren. Dazu wäre aus meiner Sicht nötig, dass wir wirklich uns auch wieder der Geschichte und der Wirtschaftsgeschichte widmen. Wir hatten vor einigen Monaten, die Kollegen im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Uni Graz die unglückliche Idee, 3 Heterodoxe einzuladen und den Dekan mit ihnen zu diskutieren zu lassen. Ich bewundere den Dekan, dann war Flassbeck da, es war Schulmeister da und ich habe mich dann zurückgehalten, weil ich merkte, dass die anderen beiden richtig so in Fahrt waren und da konnten sie mal. Und ich glaube, es hat dem Dekan auch leid getan, dass er die Veranstaltung gemacht hat. Also, nein, ich bewundere ihn, dass er es gemacht hat, aber so hat er sich das nicht vorgestellt. Er hat sich auch tapfer geschlagen und es kam natürlich auch bei den Studierenden, es war jetzt nicht so ein ausgewähltes Publikum, das war breit, aus der VWL-Fakultät kamen sehr, sehr viele kritische Fragen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob wir mit einfachen Kausalzusammenhängen in der Mikroökonomik klassische Nutzenfunktionen anfangen oder ob wir mit einem Spektrum menschlicher Verhaltensweisen und Situationen anfangen. Denn die lebendige Anschauung von Ökonomien, die zeigt uns, dass Menschen doch sehr vielfältig handeln können. Und in dem Zusammenhang möchte ich dann auch meine Schlussbemerkungen stellen. Also es sieht düster aus, das kann man nicht anders sagen. Bitte? Ja, haben Sie recht. Wir können ja alle No Rain. Höhere Mächte, ich sag's doch. Wir müssen in irgendeiner Form, ohne die Modelle aufzugeben, ich meine, Modelle sind wichtig, aber Modelle sind Simulationen von Bestehendem und wir müssen doch einen Blick auch für die, also einmal sind es, was Michael Krumhoff gemacht hat, ist es Vordenken, wirklich für Policy Change, dafür sind sie wichtig. Dann sagte heute Morgen jemand, ja, Modelle können ja auch regelnd eingreifen, also wir müssen uns nicht um die Wahrheit kümmern in der Ökonomie, ob die Nutzenfunktion aufs Letzte richtig ist, Hauptsache es funktioniert. Und wir kriegen den Regelkreis irgendwo hin. Das ist das Ingenieurdenken, hat heute Morgen jemand gesagt. Und das Dritte sind natürlich Modellsimulationen, was Sie, Herr Krämer, gemacht haben heute Morgen, dass man guckt, wo gehen gewisse Entwicklungen hin. Also natürlich brauchen wir Modelle, aber bitteschön, wir müssen sie immer wieder an der Realität orientieren.
nicht wie der andere Ökonomenwitz, den Sie auch sicherlich kennen, wo zwei Ökonomen sich treffen und der eine sagt, that may be very well in practice, but it will never work in theory. So. Ich will nur sagen, die unheilvolle Tendenz, und draußen sieht es wirklich nicht gut aus, das muss man jetzt, die wir haben, die können wir nur, und das ist jetzt eine ganz tiefe philosophische Frage, man muss sich quasi fast mit ganz tiefen philosophischen Ursachen der heutigen Dominanz einer bestimmten Richtung der Ökonomie befassen. Friedman, Hayek, Popper, Smith, Locke und so weiter. Da gibt es auch andere Ansätze, die wurden zwar von Popper verbannt, die wären die Feinde der offenen Gesellschaft, aber bitteschön, wir haben eine kontinentaleuropäische Denktradition der öffentlichen Güter. Die müssen wir uns zurückerobern. Dass es eine Rolle für den Staat gibt, dass es öffentliche Güter gibt, dass Cooperatives und Genossenschaften wichtig sind, dass Menschen auch vom Gemeinwohl getrieben werden. Natürlich haben die auch eine Nutzenfunktion, natürlich sind die in gewisser Weise auch egoistisch, aber dieser Egoismus, der wirkt sich anders aus. Dass eine Vermögensverteilung, wie wir sie heute haben, von den meisten hier in diesem Raum als ungerecht empfunden wird, von den meisten Amerikanern, die würden es nicht als ungerecht empfinden. Also es ist auch eine Frage des kulturellen Hintergrundes. Also ich kann Sie nur ermutigen, die Theorie der öffentlichen Güter, die kontinentaleuropäische Denktradition eines Werner Sombart, eines Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Friedrich List wieder zu entdecken, meinetwegen auch Hegel. Ich finde Hegel nicht irrelevant. Diese Dinge wieder zu entdecken und die Modelle, die sie entwickeln und ihr Denken doch gelegentlich an der Realität zu kalibrieren, und da sind wir, glaube ich, ein ganz gutes Stück weiter. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, möge die Macht mit Ihnen sein. Die erste Frage. Bitte möglichst kurz halten, damit wir ein paar durchbekommen. Ich würde auch wieder sagen, Herr Otte reagiert dann, sobald er nach ein oder zwei, drei Fragen reagiert einfach selber, wann er antworten möchte. Also ich habe erst eine Anmerkung zum Dispositionseffekt. Den haben Sie also nicht so genannt, aber Sie meinten, empirisch wäre die Sachlage, dass wenn Investoren Verluste erfahren auf dem Papier, dass sie dann verkaufen. Also es ist genau andersrum. Da gibt es also zahlreiche Papers seit Odin, Sheffrin, Stedman. Es ist immer so, dass die Leute ihre Verluste im Portfolio halten, weil sie es keinen Spaß macht zu realisieren, die Verluste, Gewinne realisieren dagegen macht Spaß. Also ich würde sagen, es ist vertauscht. Und meine Frage ist, ich habe jetzt hier Ihr Buch in der Hand, ich sehe nur, dass der Prospekt auf einem Server in Liechtenstein liegt. Also ist Ihre Gesellschaft in Liechtenstein? Und wenn ja, warum oder was ist der Gedanke dabei? Kosten, Sie werden heutzutage erdrückt, also es ist, die Sache ist voll reguliert, auch von der BaFin und so weiter mit offizieller Vertriebszulassung. Wir sind da. Es ist aber eine Frage, wie auch die Oligarchie sich schützt. Sie können heute, ich könnte Sie nicht mehr beraten als Privatanleger, weil ich dafür als inkompetent angesehen werde. Also ich könnte Ihnen nicht mehr Wertpapierempfehlungen geben und dafür zum Beispiel ein Festhonorar nehmen. Was ja eine, in Deutschland wären Sie zu stark reguliert. Das wäre eine Straftat, weil ich kein Bank, ich bin kein... Ich habe in Deutschland, bin ich mit 50% an einem voll regulierten Finanzdienstleister beteiligt. Den Fonds haben wir aufgelegt, als er noch sehr klein war, mit 3 Millionen, jetzt hat er 110. Jetzt kommen diese Regulierungsstufen sukzessive. Nur schon damals hat er pro Jahr 30.000 Euro gekostet, war eine simple Kostenfrage, dass wir da, Sie können da reinschauen, dass wir da keine Derivate, nichts machen. Aber es ist natürlich die Frage, es ist also eine der Sachen, wie sich tatsächlich die großen Player am Markt schützen, wie in vielen anderen Branchen auch. Die bürokratischen, die formalen Auflagen für kleine und große Player steigen gleichermaßen. Das drängt die kleinen Player raus. Die materiellen Auflagen, also zum Beispiel Eigenkapitalquote, Anlagepolitik und so weiter, das bleibt unreguliert. Und das ist einer der Mechanismen, wie sich die Oligarchie tatsächlich den Markt abschottet. Aber das Ding ist mittlerweile von der BaFin mit UCITS 4 und so weiter reguliert, also da unterliegt es den höchsten Stufen. Also ich stelle schon fest, egal wie Sie es formulieren, Sie entfliehen dann doch der deutschen Regulierung. Na, ich persönlich sitze in Deutschland, bin deutscher Steuerbürger. Die Depotbank ist in Liechtenstein, der Fondsmanager ist in der Schweiz. Also es geht, es ist
sehr komplex. Wir haben, es geht aber nicht anders. Es ist ein Advisor, es ist ein Manager, es ist eine Depotbank, es ist alles von der Regulierung vorgeschrieben. Ich würde das auch gerne in einer einzigen Gesellschaft haben, aber es sind Kostenfragen, es sind Komplexitätsfragen. Ich habe jetzt gerade 4 Leute eingestellt, die in der Schweiz, die keine Wertschöpfung bringen im Moment, weil das mittlerweile von der Finanzmarktaufsicht einfach gefordert wird. So, ich den Fonds letztlich entspringt er immer noch meinem Kopf. Aber diese 4 Leute müssen eben sein. Ja, weitere Fragen? Sonst möchte ich jetzt ankündigen, dass wir... Ah, okay, da hinten ist noch eine Frage und hier noch... Die 2. Oh, jetzt kommen die Fragen. So. Danke. Ich wollte wissen, also es hat sich jetzt ein bisschen so angehört, als dass die Machtverhältnisse so verteilt sind, dass wir eigentlich keine vernünftigen Regeln mehr machen können, weil es keinen demokratischen Prozess mehr gibt, weil wir ja nicht mehr alle die gleiche Stimme haben. Also so habe ich zumindest Ihre Aussagen interpretiert. Der ist massiv ausgehöhlt, ja. Ja. Jetzt gibt es ja neben Keynesianern und Liberalen oder Neoliberalen noch so ein deutsches Modell, Ordnungspolitik, was ja eigentlich den Ansatz hat, dass man eben gar nicht so abhängig ist von Prognosen der Wirtschaftswissenschaftler, weil, also als Politikberatungsansatz, weil man sich ja auf die Regelebene zurückzieht und sowieso nicht in den Markt eingreifen sollte. Also es ist ja sehr liberal, aber mit einem deutlichen Regelaspekt drin. Wie schätzen Sie denn die Chancen von diesem Modell ein? Ist das ein Auslaufmodell, dadurch, dass wir solche riesigen Finanzgruppen haben? Also schätzen Sie es ein, dass wir es schaffen, den Finanzsektor zu regulieren? Oder müssen wir zum Marxismus rübergehen? Oder nee, ich weiß das nicht. Also ich bin großer Fan der Ordnungspolitik. Röpke, Rüstow sind für mich... ganz große Namen. Aber das ist letztlich kontinentaleuropäische Denktradition. Es gibt sowas wie Public Good, der Staat setzt die Regeln. Das ist dem angelsächsischen Politikverständnis, wo die Regeln zwischen Interessengruppen ausgedealt werden, entgegengesetzt. Das ist ein fundamentaler Konflikt, der auch in der Bonpelleran Society ausbrach, Ende der 50er, wo dann Rüstow und Röpke gesehen haben, oh, was Friedman und so weiter da machen, das ist nicht unser Verständnis von Liberalismus. Und wenn Sie es jetzt eine Ebene höher nehmen, auf die Ebene der realen Machtverhältnisse, letztlich wird Weltpolitik gemacht in Washington, vielleicht noch ein bisschen in London und in aber nicht mehr in Berlin. Und von daher haben wir Probleme damit, das durchzusetzen. Vielleicht, wenn Frankreich und Deutschland irgendwie etwas besser zusammenarbeiten würden. Eine Koalition zwischen Frankreich, Deutschland, Russland und China. Wir haben noch 3 Fragen hier. Ich bitte die Fragenden, sich äußerst kurz zu halten, bitte nicht länger als 30 Sekunden und Herrn Otte vielleicht Sie danach gemeinsam zu beantworten. Ja, also ich möchte erstmal sagen, durch den ersten Beitrag irgendwie symptomatisch finde. Ich finde es echt ein Ding, dass anstelle davon, dass auf die zentrale These, die hier geäußert wurde, also dass man sozusagen über ein soziologischeres Verständnis von Wirtschaftswissenschaften mehr Erkenntnisse generieren könnte, also einen hohen heuristischen Mehrwert hätte, dass darauf eingegangen wird, hier versucht wird, über irgendwelche Lichtenstein-Geschichten den Redner zu diskreditieren, das finde ich schon ein starkes Stück. Also daneben möchte ich Sie aber fragen, inwieweit, das hängt damit zusammen, Sie die These unterstützen würden, dass das Ausmaß, in dem die moderne Wirtschaftswissenschaft eben sich nicht mit soziologischen Fragen wie Macht und dergleichen beschäftigt oder mit methodologischen Selbstreflexionen, dass dies vielleicht eine Funktion ist, um sich selbst zu verteidigen, weil eine solche Reflexion ja vielleicht bedeuten würde, dass man sich selbst desillusionieren würde. Absolut. Ich meine, wir müssen immer, wenn wir die Geschichte, und deswegen ist mir die Geschichte so wichtig, kollektiver Wahnsinn kennt keine Grenzen. Und warum soll das heute anders sein? Und Schutzmechanismen von Gruppen haben schon immer in der Geschichte bis zur totalen Verdrängung der Realität geführt. Also ich bin da voll bei Ihnen. Ich teile Ihre Aussage, dass die Leute keine negativen Prognosen hören wollen. Das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite wundert man sich doch immer wieder drüber. Also ich schiebe noch ein, gerade Bankberater bestätigen das ja auch. Sie dürfen ihren Kunden eben keine negativen Prognosen stellen, sonst ist die Stimmung unten und es wird nichts mehr gemacht und so weiter. Aber ich wundere mich deswegen drüber, weil es sich ja doch auf Dauer auszahlt, realistisch zu denken und nicht illusorisch. Also müsste sich doch alsbald dieses Bild wieder, dieses Muster ändern und die Leute müssten doch zu realistischen Prognosen ein positives Verhältnis haben. Also da haben Sie ein sehr optimistisches Menschenbild.
Nein, nein, das stimmt. Also ich meine, Sie haben ja recht in abstracto, aber in concreto ist Selbstbetrug doch der allgegenwärtige Modus operandi, egal wo und wie. Sehr interessant, dass Sie an den Redner gestern Abend, Erwin Pelz, sich anschließen, der so eine ähnliche These vertreten hat über Ökonomie allgemein, über Ökonomen allgemein. Letzte Frage bitte. Ja, Auslöser der Französischen Revolution war die Pleite des französischen Staates. Wie nahe sehen Sie dieses Problem in der heutigen Zeit? Leider nicht so nahe. Also es wurde schon von Unruhen in deutschen Städten gesprochen. Also bevor hier Unruhen auftauchen, gibt es sie überall sonst auf der Welt. Also vielleicht also die Kontrollmechanismen, die Beeinflussungsmechanismen des Geistes sind viel subtiler. Es fehlen gerade in Europa die zornigen jungen Menschen, leider. Also die Demografie macht ja auch was, wenn sie mit 40, 50 machen sie keine Revolutionen mehr. Das war 48 anders in Deutschland. Das war immer anders eigentlich. Ich glaube, dass dieses dysfunktionale System viel stabiler ist, leider, als wir es uns erhoffen können. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, dass es anders wird.